komm, wir machen gerade das Intro. Das geht gut. Hi Freunde, frohes neues Jahr. Die Flo und ich sind spontan die Berge gefahren. Wir sind hier gerade in St. Anton. Hier gibt es einen Winterklettersteig. Den wollten wir uns mal angucken. Und ich wollte kurz Danke sagen. Wir haben 2000 Abonnenten geschafft. Ich bin mega happy darüber. Flo nicht so. Mir ist egal. Mir ist egal, ja. Nee, ich freue mich mega. Ja, ich wollte nochmal speziell Danke sagen an vor allem die Patreons natürlich. Stefan Kircher, Dennis Fehrmann, Niklas Stenzel. Mega geil, Alter. Richtig geil. Aber auch alle anderen natürlich mega danke, dass ihr zuschaut und so. Und ich habe gehört, wir haben noch mega treue Zuschauer vom Bio-Leistungskurs vom Herrn Wagner vom Gymnasium Birkenfeld. Also Shoutout. Und ja, wir fangen hier jetzt mal an. Oh Gott, ich hätte doch Steigeisen anziehen sollen, glaube ich. Und je dünner die Luft wurde, desto tiefgründiger wurden die Gespräche. Ich habe eine wichtige Frage. Guck mal, angenommen, du müsst einen Blowjob geben, aber du musst, ne? Würdest du lieber die ersten 90% geben oder die letzten 10? Wir hoffen halt auch noch auf der anderen Seite ein bisschen Puder zu finden. Aber ich glaube, das wird nichts, weil es hat zu wenig geschneit den letzten Tag. Und auf der Strecke, also auf der Abfahrt hinten runter, ist letzte Woche noch jemand gestorben wegen einer Lawine. Die Bedingungen sind nicht so optimal. Es war halt Poker. Ob wir jetzt hier hinfahren halt oder woanders, ne? Aber ja. Ich hätte auch eine wichtige Frage. Ja. Wie ist es eigentlich mit deinem allerbesten Freund in den Bergen zu sein? Ich weiß nicht, ich muss mal ausprobieren irgendwann. Oh, warte. So, bleib die weg da auch. Ja, okay. Würdest du lieber mit einer Ziege vögeln und keiner wüsst's? Oder du hast nicht mit einer Ziege gevögelt, aber jeder wird's erzählen? Letzteres. Ist beides auch scheiße irgendwie, ne? Würdest du 5000 Euro Blowjob bekommen oder 50.000 Euro eingeben? Hättest du lieber ein Bein ab oder für immer nur ein Rollerskate an? Boah, ich glaube, ich nehme ein Rollerskate. Das nervt auch irgendwann, glaube ich. Schon komisch, vor 2 Tagen war ja nicht viel weniger Schnee. Dass da echt so eine Lawine abging. Ja. Ui. Meinst du, würdest du lieber ein Menschenleben retten, den du nicht kennst? Oder ein Lichtschwert haben? Wie lange überlebst du? Ich will immer ein Lichtschwert. Nee, ich will jemanden retten, glaube ich. Ist ja auf Video, ne? Ist auf Video, ja. Ja, nee, ich will jemanden retten, klar. Auf jeden Fall. Würdest du lieber für immer ein bauchfreies Top tragen müssen oder High Heels? Ja. Bauchfrei. Ja, ich auch. Oh. Ja. Ich bin schon am Arsch, Alter. Ich geh mal vorbei, das hier dauert mir zu lang. Oh. Also da wird's überholt. Ja. Meinst du, Krabben denken, dass Fische fliegen können? Oder schwimmen? Nee, die sind Krabben, Alter. Die wissen doch gar nicht, dass sie im Wasser sind. Du hast ja jetzt ein Kind, ne? Ja. Hättest du lieber eine Tochter oder dass du Nico schwul wird? Das kann man echt nicht. Ina und deine Mutter tauschen Köpfe, ne? Mit welchem Teil wärst du dann noch zusammen? Der Verstand wäre aber immer noch Ina. Ja. Boah. Ja, welcher Kopf ist das? Ich bin gerade so alles durchgegangen. Ja, ja. Es gibt keine richtige Antwort. Aber ernsthaft, durch das ganze Gestreame und Gefilme hast du ja mittlerweile sau oft den Tod drauf von jemandem. Ja, ja, klar, ja. Ja, dann halt mal drauf. Du kennst ja bei uns den Rewe, ne? Ja. Wie lange würdest du brauchen, den komplett leer zu essen? Schafft man das im Leben? Ein Leben, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, sowas wie 2 Jahre. Ja, schon. Oder? Ich meine, du musst halt sau viel Chips dann essen und so. Würdest du lieber ein Nacktbild von deiner Mutter geschickt bekommen oder dass alle deine Freunde das Nacktbild bekommen? Das ist einfach von meiner Mutter. Ja, gell? Ja, sehr gerne. Sehr super gerne eigentlich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ihr schon immer mal geklärt haben wolltet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, scheiße, ich komme aber auch gar nicht dran. Jetzt! Hast du ihn? Ja, wirklich? Hab ich. Oh, fuck, Alter.
Lass mal noch was über den Klettersteig erzählen. Er geht nur von 2,6 auf 2,8 und dann hat man 15 Höhenmeter nachher in das da Tal. Ne? Ja. Ja. Tal oder so. Nee, ich glaube, ich falsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man dann ein Taxi holen und dann wieder nach San Antonio zu kommen. Also wenn der Schnee scheiße ist, war der Tag für den Arsch halt. Wir haben auch wie immer nicht ganz so gut geplant. Ja, wir haben halt gar nicht geplant mal wieder. Ja, es war halt Poker. Es hätte ja auch, eigentlich war Schnee gemeldet gestern. Das wäre natürlich perfekt heute. Also dann haben wir halt entschieden, dass wir fahren. Und jetzt hat sich das Ganze aufs Wochenende verschoben. Wir haben eigentlich sogar noch Glück mit der Sonne jetzt. Ich weiß mal gern, was jetzt der Rucksack wiegt. Ich dachte irgendwie, das ist nicht so schwer, aber... So 15 habe ich gefühlt. Ja, doch, 15 hat man jetzt. Komischerweise verteilt das Brett das irgendwie angenehmer noch. Jetzt hier nicht. Jetzt geht es noch da vorne über die Kuppe. Da müssen wir eigentlich durch sein. Hier links, oder was? Nee, noch weiter links, da wo so ein bisschen Sonne unten scheint, auch was Flacheres. Ja, ja, klar, da sehe ich auch Spuren. Nur die Sache ist, wenn wir hier jetzt aussteigen, hier war halt noch keiner. Ja, vor allem sieht man nicht, ob da unten eine Klippe ist. Ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen links halten würden, ja, sehe ich zumindest ein zusammenhängendes Schneefeld. Da, also keine, ja, keine Klippe. Ist halt die Frage, was dann da ist, ob das nicht zu flach ist. Das hier ist jetzt cool, aber ja, dann ist vielleicht da voll, ja, scheiße halt. Ja. Ist echt top, wenn man nichts geplant hat, ey. Dann ist alles ein Abenteuer. Jedes Mal. Also weiter. Ja. Weiter. Hier über sowas freut man sich auch immer, finde ich. Top. Geil, ey. Ja. Warum kommt der von unten jetzt? Nach hinten lehnen und ausklippen. Ja, oder so. Das kommt. Nee, das schneide ich raus. Hier hat sich Flo's GoPro entschieden, keinen Ton aufzunehmen, aber irgendwie sieht's aus, als hätte ich einen guten Punkt gehabt. Oh. Ich bin tatsächlich abgerutscht. Aber geil, jo. Ja, aber gleich müssen wir durch sein. Hier. Was denkst du? Schön. Ja, geht. Schnee ist scheiße. Was wirklich widerlich ist, ey, scheinbar kommen die Leute hier hoch und das erste, was sie machen, ist hier alles vollpissen. Ist kein gelben Schnee. Man sieht recht was. Ist das? Ich sehe gar nichts. Ich sehe keine Kontraste. Ja. Scheiße, ey. Ist auch gerade die Sonne weg. Gerade wenn wir oben sind, ist die Sonne weg, ey. Aber cool ist es ja. Ist er zu empfehlen? Der ist zu empfehlen, aber also vorhin in der Gondel hat uns halt einer gemeint, auf keinen Fall hoch, außer man will in einem Sack heim. Das ist völlig übertrieben, meiner Meinung nach. Also es ist auch kein D. Also ich habe jetzt, oder? Nee, aber durch so die Bedingungen mit Ski, Rucksack, kann viel sein, Schnee, ja, ist es auch kein B. Vielleicht hatten wir jetzt auch wenig Schnee und deshalb war es einfacher, aber da, also D sehe ich, nee. Aber ja, aber klar, macht voll Spaß. Kommt halt drauf an. Zum einen, ob man es schon mal gemacht hat, halt generell Klettersteig. Und zum anderen, hier ist halt überhaupt keine befestigte Piste mehr. Also kommt es auch ein bisschen drauf an, wie man dann halt Ski oder Snowboard fährt nachher. Aber wenn man da relativ sicher ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, oder? Jo. Jo. Wir empfehlen. Perfekte Wetterverhältnisse jetzt auch hier. Alter. Ich sehe keine Kontraste, gar nichts. Komm dann. Ja. Ey, das ist richtig schwer und fest. Wir müssen uns da halten, oder? Ja. Du könntest deine Hose hochziehen, wenn ich deine Caps nicht finden soll. Kannst du ruhig. Oh, oh, oh. Ein bisschen überrascht von dir. Nobody
Schade, ich hatte auch gehofft, dass ich jetzt so eine richtig schöne Montage machen kann, wie wir hier schön. Aber die Verhältnisse geben es einfach nicht her, ne? Hatten halt, wie gesagt, ein bisschen auf den Neuschnee gepokert, der ausgeblieben ist. Sehr schön. Also stellt euch jetzt einfach an der Stelle eine richtig coole Snowboard-Freeride-Montage vor, ja? Hier ist gerade ein bisschen unspektakulär. Sind wir überhaupt richtig? Boah, fuck, Alter. Scheiße, ey, ich bräuchte echt mal so eine Helmhalterung, dass hier mit dem Selfie-Stick in den Verhältnissen hier ist echt gar nicht mal so einfach. Ich muss auch gleich ungefähr eine halbe Stunde tappen. Boah, ey, fuck. So ist das übrigens, wenn man mit einem Snowboarder im Tiefschnee ist. Achtung, ich komme. Scheiße. Oh, bei mir geht's. Oh! Okay, Winterklettersteig nur mit Splitboard. Ich Vollidiot, Alter. Ich dachte aber auch noch, das geht. Oh, Alter. Ich raste gleich aus. Es ist mega frustrierend dafür. Also ich weiß nicht genau, was er macht, aber ich glaube, er versucht das Snowboard als Schlitten zu nutzen. Das hier, also das Stück eben war wirklich so angenehm wie so ein Stock im Arsch oder so. Furchtbar. Ach, eigentlich läuft es jetzt wieder. Ey. So, jetzt ist 14 Uhr, auch wenn es nicht so aussieht. Ich hoffe, da gibt es einen Bus halt. Keine Ahnung, wie wir jetzt halt da rüberkommen sollen. Ja, ansonsten wenigstens ein Bier oder so. Cool. Ich war übrigens noch nie in St. Anton vorher. Also an alle St. Antonianer, die uns hier eine gute Zeit gemacht haben. Vielen Dank. Echt cool. Komm, geh aus dem Weg, Skifahrer. Oh. Das sah cool aus, Alter. Oh. So Mist haben auch nur Skifahrer Spaß. Super, vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir wieder in St. Anton. Ja, haben jetzt noch 2-3 Runden gemacht, aber war nichts Interessantes dabei. Essen jetzt noch was. Ich habe so richtig kalte Griffe, die gleich so glühend heiß sind. Oh Gott, das ist eine Stunde. Essen ist fertig. Man muss große Nudeln und sauschlechten Horrorfilm. Auf dem Tablet. Man muss noch kurz warten, die sind noch nicht ganz gar. Das ist heiß. Dann warte ich noch kurz. Und das hier ist Chili, ich werde das gibt richtig dünnes. Oh, das ist echt meistens. Der ist getrocknet, Alter. Warte mal, ich hab den nicht da reingeworfen, ne? Das ist der ihr Vater oder so. Ach, den habe ich doch schon gesehen. Ja, dass man die Siffbude hier mal sieht. Das hier ist übrigens unser Airbnb, was wir einen Tag vor Abreise bekommen haben. Ne? Ist auch nicht so teuer, falls man das nicht gerade auf den ersten Blick schon gesehen hat. Ja, also gute Nacht, morgen geht's weiter. Hi, guten Morgen. Wir sind um 6 Uhr raus und sind jetzt gerade wir fahren heute nach Montafur. Montafon, Alter, ich krieg's nicht auf die Rolle. Auf jeden Fall, da fahren wir heute. Und wieder wird die Luft dünner. Wärst du lieber 1 Meter groß oder 3 Meter groß? Ich glaube 3. Ja, doch 3. Ich glaube ich auch, ja. Hättest du lieber einen Drachen oder wärst du lieber ein Drache? Ich wäre lieber ein Drachen. Ich auch. Würdest du dir für
500.000 Euro I love Flo forever auf dem Bauch tätowieren lassen. Ja. Ohne weglasern. Ja. 500.000. Wie groß? Riesig. Ja. Wenn er ein Leben verfilmen würde, wer würde dich spielen? Jason Momoa. Bei mir wär's The Rock. Oder Denzel Washington. Wenn du mit einem Menschen auf dem Planeten um Leben und Tod kämpfen müsstest und wenn du gewinnst, kriegst du sein Leben, wer wär's? Also dann wärst du er quasi. Die Schwierigkeit ist, der muss ja cool sein, aber du musst ihn ja auch packen können, ansonsten bist du ja tot. Das ist schwer. Ich glaube, ich würde The Rock nehmen. Hättest du lieber einen Pimmel so groß wie ein Nippel oder einen Nippel so groß wie Pimmel? Wenn du entscheiden müsstest, du müsst dein Leben lang ab jetzt rückwärts gehen oder im Hopserlauf? Hopserlauf. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Ist halt blöd, wenn wir, glaube ich, rückwärts gehen. Angenommen, du hättest einen Knopf und wenn du drauf drückst, stirbt irgendeine willkürliche Person auf dem Planeten, aber du kriegst 1 Million Euro. Wie oft würdest du drücken? Ich würde die nicht mitnehmen. Hier hoch. Das ist eine Skiroute, das wollen wir uns zumindest mal anschauen, wenn die offen ist. Bei dem Wetter. Den kennen wir ab jetzt vorhin. 3-3. Boah, ist das scheiße, Alter. Der Flo hat nur beschissene Ideen, ey. Mann, hier ist null Sicht, Alter. Hier ist null Sicht und ich weiß nicht mal, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Der Schnee ist scheiße. Wetter ist scheiße. Stimmung ist scheiße. Ich hab gerade 1 Kilo Nudeln gefressen und bin am liebsten kotzen gehen. Aber nee, der Flo muss unbedingt heute noch Skifahren. Sau geil. Ich wär echt gern du. Augenkrebs hier drin. 1 Million Euro oder für immer nur noch Nutella essen müssen. Ja. Ich bin doof. Ich Idiot. Nutella. Genau. Hast du ihn gesehen? Automat. Nee. Ich fahre nämlich gerade gegen die Einbahnstraße. Ah, cool. Guck mal, wo ein Automat ist. Du bist auch Fahrer. Hier muss man das am Ende in der Station dann. Ja. Aber das kannst du dann ja machen. Ich habe keine Socken an. Hier ist keiner, da muss man in der Ey, der Park auch noch in der letzten Ecke, da vorne ist auch frei. Jetzt musst du weiterlaufen. Ich war dann kurz hier, ja? Das sind so 500 Meter. Check das nicht. Ich hab das Ding gescannt. Und danach soll ich bezahlen. Das Ding ist ja schon längst wieder draußen gewesen. Weißt du, die Spaß, die Deutschen immer, ey. Ist das dein Ernst? Noch abgewürgt? Also, für ein Freeride-Urlaub war das ja relativ wenig Freeride. Das stimmt. Dafür schlechtes Wetter, bisschen überteuert und objektiv betrachtet ja eigentlich so ganz gut. Aber kann man St. Anton empfehlen und kann man Montafon. Eher St. Anton, oder? Tag 1 ja, war besser. Fall. Da haben wir weniger gesehen durch den Winterklettersteig. Alles in allem. Gut, heute haben wir gar nichts gesehen. Also, ja, aber auch alles drumherum. Die Bars, das stimmt. Ja. So, wir machen es jetzt mal auf den Heimweg. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ah ja, und wenn du neu bist hier, dann kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Halt die vor, du Arsch! Ja, und wenn du neu bist, dann kannst du natürlich. Ich hasse dich, Alter. Ah ja, und wenn du neu bist, dann kannst du natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und liken und so. Also, ja, vielen Dank, bis dann. Well, it's 40 below and I don't give a fuck. Got a heater in my truck and I'm off to the rodeo.